Hallöchen, Freunde. Wir müssen uns heute ein bisschen beeilen. Wegen ihm hier. Haben wir noch Knochenwanz? 30 Sekunden noch. Das müssen wir nutzen. Komm, volle Attacke drauf. Solange das noch wirkt, passt es noch. Ich nehme die Folgen jetzt hintereinander auf, also die vorgestrige und die heutige. Sonst wäre ja auch Knochenwanz wieder weg gewesen. Gut, da haben wir ihm jetzt schon mal ein bisschen Schaden zugefügt, aber können wir den perfekt blocken? Das wäre auch noch interessant zu wissen. Ja, sieht gut aus und bam, da können wir richtig reinhauen. Okay, müssen wir uns merken, also gut blocken. Und wieder geschafft. Jetzt haben wir hier aber noch Skelette und Knochenwanz ist fort. Also müssen wir ein bisschen mehr aufpassen als vorher. So, guck mal, der rennt wieder weg. Obwohl, nee, jetzt kommt er wieder. Was macht er denn so Schaden? Na, ich... Ja, 15, okay, gut. Ich habe wirklich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Also klar, der hält halt viel aus. Dementsprechend ist das schon irgendwie ein Mini-Boss. Aber ansonsten ist der ja relativ easy. Hat halt viel Leben, aber das war es halt auch. Und gerade wenn wir den ordentlich blocken... gar nicht getroffen. Ja, gerade dann machen wir natürlich richtig ordentlich Schaden. Dann brauchen wir in Zukunft... Was ist denn hier alles? Alles Holz, eine uralte Rinde. Hat der das hier alles kaputt geschlagen? Und zack, müsste es ja wieder... Och nö. Naja, vielleicht gibt es eine Kette. Weiß gar nicht, wie der Kettenbestand aussieht. Gab eine. Perfekt. Jetzt gucken wir gleich mal, wie viel Wurzeln wir haben. Geil. Ah, cool, dass die halt... Ich weiß nicht, war das jetzt derselbe Ort wie vorhin? Nee, ne? Aber anscheinend kommen die doch relativ häufig. Und wir haben 10 Wurzeln. Also 5 Wurzeln jedes Mal. Ist in Ordnung, ganz ehrlich. Freue ich mich drüber. Oh, da liegen Surtlingkerne. Die wurden anscheinend von irgendwas anderem kaputt gehauen. Das wollten wir ja noch gucken. Ja, also das Ding schießt auf jeden Fall nicht auf uns. Meine Vermutung Ende letzte Folge war richtig. Da hat einfach nur einer gebackt. Oh, guck mal, hier liegt auch noch einer. Da hinten hat einfach nur einer im Baumstamm gebackt. Jetzt ist die Frage, kommen die hier wieder neu raus? Aber irgendeinen Sinn muss das ja haben hier. Wenn ich reinlaufe, kriege ich wahrscheinlich brennen, oder? Nö, es steht einfach als Feuer da. Wir können uns ausruhen. Aber spawnen die jetzt hier oder nicht? Das ist die große Frage. Ja, eigentlich sind die Spawner immer schneller. Vielleicht müssen wir da doch noch irgendwas anderes machen. Egal, ich möchte mit euch... Okay, danke. Ach, kommen auch immer gleich zwei, deswegen dauert es wahrscheinlich so lange. Und komm, eine Trophäe und ich hätte gern noch einen Surtlingkern. Wie jetzt, von beiden nicht? Schade. Aber guck mal, wir kriegen Kohle, die können wir immer gut gebrauchen. Und ab und zu mal einen Surtlingkern, das ist schon okay. Wenn wir uns die markieren, vielleicht schon, ne? Nennen wir die direkt hier Surtling. Und wissen dann in Zukunft Bescheid. Da kann ich öfter mal hierher mit euch oder alleine oder wie auch immer. Und wir können da mal... Ach, der Nächste. Mensch, ich wollte mit euch die Folge gar nicht die ganze Zeit damit verbringen, hier Wurzeln zu farmen. Aber dass halt doch so viele kommen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber umso schöner. Ich bin mal gespannt, wie viele Wurzeln wir brauchen. Gerade wenn so ein Vieh jedes Mal 5 Stück rausschmeißt, werden es wahrscheinlich nicht nur 10 sein. Aua. Aua. Okay, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen mehr aufpassen. Eigentlich müssen wir wirklich vorher perfekt blocken und ansonsten einfach Zeit lassen. Genau. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit die Ausdauer regenerieren. Verschwenden halt so nicht extrem viel Ausdauer damit, dass wir schlagen, aber nicht so viel Schaden machen, weil ihr halt nicht perfekt geblockt und so. Guck mal, was wartet denn hier alles? Wie, 60 Leben noch. Wir müssen ein bisschen gucken. Aua, jetzt wird's hier, jetzt wird's ein bisschen zu bunt hier. Jetzt wird's mir ein bisschen zu bunt.
und wieder einkehren. Geil. Also ja, völlig doof, dass ich da immer in die Dungeons gerannt bin, um die Suttlingkerne zu suchen. Das wäre halt so echt schneller gegangen, ne? Warum haben wir denn so wenig Leben? Nein, nein, nein. Oh, ich Gott, ich bin so verdammt langsam. Komm, greif an. Zack. Aber wir können auch mal so ein richtig... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben zu wenig Leben, dass ich hier irgendwelche Faxen machen kann. Noch ein Geist. Das ist wirklich... Der Sumpf ist einfach feindliches Gebiet. Anders kann man das nicht sagen. Guck doch mal an, was sich jetzt hier wieder alles angesammelt hat. Also ich glaube, eine dicht bewachsenere... Ja, bewachsen. Ein dicht besiedeltes... Oh Gott, mein Deutsch. Ein dichter besiedelteres Biom gibt es nicht im Spiel. Jetzt aber. Mann, schwieriger Satz. Entschuldigung. Weil ganz ehrlich, die Gebirge, die sind ja eigentlich low. Komm, wir hauen jetzt nochmal so ein Met rein. Was soll der Geiz? Bevor wir hier wirklich noch sterben oder so. Also an sich eigentlich gut besiegbar, die Typen, aber halt einfach viel zu viel drumherum an Monstern. Aua, aber den habe ich nicht kommen sehen. Wir haben bloß noch 40 Leben, ne? Müssen wir doch mal wieder ein bisschen aufpassen. Der ist da gleich tot hier, komm. Noch ein paar Pfeile an den Kopf. Dann haben wir es. Ah, nein, nicht wieder am Wasser hängen bleiben. Jetzt müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Das Wasser halt auch in dem Sumpf, ne? Oder der Sumpf. Halt an sich. Einerseits bist du die ganze Zeit nass und verlierst Ausdauer. Andererseits ist es teilweise so tief, dass du gar nicht mehr laufen kannst. Jetzt müssen wir uns hier erstmal um die beiden kümmern. So, zack, zack, zack. 58 Leben. Monstrosität ist gleich tot, aber... Wir hängen hier schon wieder vorm Gewässer. Komm schon. Ah, wir müssen das im Nahkampf machen. Alles andere bringt echt nichts. Haben wir's? Ich glaube, er stirbt über uns. Igitt. Nicht explodieren jetzt. So, und das Skelett noch weg. Weil wir sind auch schon wieder voll. Wie ist auch noch nicht ganz. Aber wir können dann bald mal nach Hause. Haben jetzt gar kein Eisen eingesammelt. Das tut mir echt leid, aber wir sind eh schon wieder so gut wie voll. Kein Platz im Inventar. Geil, was meinst du mal weg hier, die Trophäe? Dann nehme ich da lieber das Holz mit. Das war die Trophäe und hier vorne lag noch was. Wie sieht's aus? 15. Also, die lassen auf jeden Fall immer 5 Wurzeln fallen. Deine brauchen wir nicht. Ich habe eine super schlaue Idee. Na. Wir basteln direkt mal hier im Portal hin. Ah. So viel zum Thema. Super schlaue Idee. Gut, wir lassen das. Ja, wir haben ja natürlich nur Suttlingkerne und Holz einstecken. Ich habe jetzt nicht an Edelholz und die Augen gedacht. Doverweise. Aber guck mal, 6 Suttlingkerne. Ganz ehrlich, da hätten wir Minimum 3-4 Dungeons für absuchen müssen. Aua. Oh, guck mal, gleich 3. Ah, lasst mich doch bitte erstmal aus dem Wasser raus. Ist das okay? Können wir dann miteinander reden? Jungs, mir war nur ein bisschen kalt. Ich wollte mich aufwärmen. Come on. Ich sehe halt auch so überhaupt nichts durch dieses ganze Feuerzeug, ne? Feuerzeug. So ist das Wort wahrscheinlich entstanden. Gut, was haben wir denn? Guckt mal, 8 Suttlingkerne. Können wir schon wieder 4 Portale mitbauen. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Außerdem 44 Kohle, was echt verdammt viel ist. Da hätten wir auch schon wieder 2 Kohlenmeiler voll buddern müssen. Geil, geil, geil. Vor allem gibt es hier halt so viele von diesen Suttling-Typen. Wenn wir da einfach einmal im Monat hier mal durchrennen und alle mal kurz niedermetzeln, da haben wir doch jeden Monat 10 Suttlingkerne.
Komm doch damit gut voran. Ja, wir müssen den einfach noch holen. Es freut mich aber. Das war echt eine geile Folge. Also einerseits letzte Folge halt schon mit dem geilen Dach. Oder den Dachschindeln halt aus Teer. Die halt wirklich mega cool aussehen, was mich echt freut. Ist halt mal wieder sowas komplett anderes. Weil, na, Dächer hatte man sonst ja nicht groß eine Option außer halt dem Strohzeug. Mehr gab's ja nicht. Nö, gab nur Stroh. Ja, von daher. Ach nein, jetzt tragen wir auch noch zu viel. Guck mal, die Steine können weg. Nehmen lieber die Kohle mit. Wieder zu viel. Wir warten schon wieder die ersten Schlundis. Eigentlich müssen wir auch noch die Schlundis holen, weil wir brauchen Blutsäcke. Zuttling-Trophäe möchte ich nicht unbedingt wegwerfen. Was können wir denn mal wegwerfen? Den Pilz? Wir essen einen Pilz. Was soll's? Können wir die Blutsäcke noch mitnehmen? Ach, Ausdauer. Hä? Nein, ich bin immer noch überladen. Wir bewerfen den Schlundi mit Kohle. Jetzt wären wir aber leichtes Opfer gewesen hier, ne? Wollen wir den einfach hauen? Komm, nein, die Ausdauer. Das gibt's doch nicht. Ich möchte die Kohle nicht wegschmeißen. Ja, jetzt sind wir natürlich leichtes Ziel hier. Jetzt hast du es ausgenutzt. So, zack, komm, gib mir einen Blutsack. Perfekt. Ja, komm, das bisschen Holz war eh nur normales Holz. Da können wir auch drauf verzichten. Ich überlege, wie viele Schlundis wir weggeschossen haben bei der Insel des Todes, ne? Und das ist alles im Meer gelandet. Da haben wir so viel Blutsäcke verschenkt. Aber wir können halt ja jetzt bald Blutpudding herstellen, beziehungsweise wir können es, glaube ich, sogar schon. Da wäre es halt schade, die liegen zu lassen. Ja, da war wieder eine Elite. Den habe ich gerade gar keinen Bock. Warum habe ich denn jetzt... Ach so, weil ich das Holz weggeworfen habe, habe ich jetzt doch noch einen Platz mehr frei. Naja. Aber auf jeden Fall gelohnt. Wir haben die neuen Schindeldächer probiert. Wir haben die Monstrosität gefunden in der Folge. Ach komm. Aua. Es ist immer noch der Elite, der lässt nicht los. Und auf jeden Fall schon die ersten 15 Wurzeln gesammelt. Wir gucken jetzt gleich mal zu Hause. Ich bin echt gespannt, was es kostet. Da ist noch ein Schlundi, den holen wir uns noch. Aber vorher... zumindest ein klein wenig Ausdauer sammeln. Vergiftung wurde halt wirklich stark runtergenommen. Na gut, wir haben den Met noch drin, aber trotzdem, die war mal viel, viel stärker. Aber an sich ist eigentlich Sumpf. Es ist halt extremst frequentiert, was die Gegner angeht. Und halt eklig mit andauernd Wasser und Dunkel und keine Ahnung, Gift. Ihr wisst, ich hasse den Sumpf. Aber an sich können wir hier ordentlich farmen. Einerseits die Sotlingkerne, andererseits natürlich auch die Blutsäcke durch die Schlundis. Die sind hier überall verteilt. Und dadurch, dass es ja auch der Blutpudding einer der besten Lebensmittel ist, ist das somit eigentlich eine ganz geile Sache. Ab und zu mal in den Sumpf zu rennen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir wieder ein kleines Problem. Moment, wir müssen erstmal Inventar leer machen, weil unsere Schmiede steht da hinten und die ist nicht überdacht. Und die können wir nicht aufnehmen, so vollgepackt, wie wir gerade sind. Wir können mal gucken. Blutsack, hier. Ja, ein bisschen was haben wir. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Hatten wir das Rezept jetzt schon? Ja, ne? Ich glaub schon. Blutpudding. Auf jeden. Gut, dann haben wir hier noch Holz. Die uralte Rinde, die habe ich, glaube ich, bei Sonstiges reingepackt. Auf jeden. Wir müssen unbedingt mehr Truhen bauen. Das ist eigentlich schon seit 50 Folgen. Knochen. Innereien sind hier drüben. Zack. Schlamm ist woanders. Was haben wir hier noch? Den Glibber. Auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle. Ach, hätte ich das mal eher gemacht, ne? So viel Kohle in die Kohlenmeiler reingehauen, also so viel Holz reingehauen, um Kohle rauszukriegen und die ganzen Dungeons abgesucht, um Sotlingkerne zu suchen. Das war so dumm von mir. Guck mal, jetzt haben wir 10 Stück. Geil. Freut mich. So, das noch rein, das noch rein. Dann haben wir hier noch ein paar Trophäen. Zack, zack. Distel und Kette. Kette war auch noch hier oben.
Und Distel haben wir hier drüben. Da ist sie. Dann basteln wir jetzt nochmal fix die Schmiede um. Ja, Folge ist nämlich auch schon bald wieder vorbei. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Her damit. Und basteln die nochmal fix hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was das bringt. So, also, wir haben irgendwo was Neues bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Schmiede für brauchen. Ist ja aus Holz. Vielleicht war es auch dumm, was ich gerade getan habe. Jetzt sag nicht, wir können das wirklich an einer normalen Werkbank machen. Ach komm. Ach, Manu. Das wäre ja richtig doof. Also es wären... Ja, tatsächlich. Guck mal, das Ding hat eine Rüstung von 8. Okay, das ist nun wirklich sehr, sehr bad. Wir haben eine 26er. Aber es sieht halt geil aus. Und guck mal, Set-Bonus. Die alten Wurzeln helfen dir, deine Bogenfertigkeit zu fokussieren. Bögen plus 15. Aber auch noch schwach gegen Feuer. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, wofür wir die gut gebrauchen können. Also ja, Bogen plus 15 ist nicht schlecht, aber... Ja, ansonsten ist es halt irgendwie nicht so geil. Was haben wir denn hier? Auch 10 Wurzeln? Und es gab doch noch was. Wir haben das, wir haben das, wir haben diese Maske noch. Ein Helm. Der sieht nämlich fett aus. Komm, wir basteln den jetzt erstmal. 10 Uhr alte Rinde, 4 Lederreste. Einfach um es zu haben und wir können die ja auch auf dem Objektständer packen. Und haben die dann halt einfach in unserem neuen Haupthaus drin rumhängen. Wäre doch auch geil, oder? Ich denke schon. Machen wir erstmal die Maske, weil die sieht irgendwie am coolsten aus. Naja, dann müssen wir halt nochmal so ein paar Viecher halt mal erlegen. Ach komm, ist schon geil, oder? Sieht irgendwie auch geil aus neben dem Wolfskopf. Und das ist halt erst nur ein Teil, der Rest sieht halt auch noch so mega aus. Aber ich muss sagen, Wurzelmaske macht schon was her. Cool, packen wir jetzt erstmal in die Kiste. Und irgendwann haben wir mal alle zusammen und ziehen uns das mal rein, wie es aussieht. So komplett im Set. Rüstung ist voll. Trollledersachen. Ach, wir haben so viel Rüstung. Mann, die ganzen Truhen sind voll. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Was haben wir denn hier? Fackel. Warum haben wir so viele Fackeln? Zack, weg damit. Und wir setzen das wieder auf. Ja, man müsste jetzt mal gucken, aber... Na gut, wir können sogar mal gucken. Wir schauen mal kurz in die Rüstung rein. Die Trolllederrüstung hat 6 Rüstung gehabt. Und Bronze hat 8. Naja, gut. Effektiv kommst du das erste Mal in den Sumpf mit einer Bronzerüstung. Richtig? Richtig. Weil im Sumpf kriegst du Eisen, dann kommt die Eisenrüstung. Dann kommt Gebirge, kommt Silber und so weiter. Das heißt... Ja, es ist halt ungefähr so gut wie halt die Bronzerüstung. Schwach gegen Feuer ist halt für den Sumpf selber eigentlich ganz schön doof. Aber okay, ja. Ich habe jetzt überlegt, so macht diese Rüstung Sinn für Neuanfänger, ne? Bringt das was für die und die sieht besser aus und hat zumindest erstmal denselben Rüstungswert. Ich weiß halt nicht, inwiefern die 15%, der 15% Bogenskill, ob der so viel rausreißt. Sag mal, wenn du es auf 100 hast, kannst du damit auf 115 gehen. Bräuchtest du jetzt halt irgendeinen Gegner, wo du die ganze Zeit von weiter weg nur Pfeile ballerst und keinen Schaden kriegst. Also die Drachenmutti zum Beispiel, da hätte es schon was gebracht, 15% mehr Bogen. Aber ganz ehrlich, mit so wenig Rüstung, da trittst du nicht gegen die Drachenmutti an. Knochenwanz bringt es dir gar nichts. Den Uralten und Eiktür hast du vorher schon besiegt, bevor du im Sumpf bist, in der Regel. Ja, schwierig. Aber sieht zumindest geil aus und wir hängen uns das Ding definitiv in die Wohnung oder ins Haus. Wir haben noch 5 Wurzeln. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Wurzeln noch hinpacken soll. Ganz ehrlich, hier, guck mal, hier oben haben wir noch einen Platz. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Nächste Folge fangen wir damit an, nochmal nach dem Flachs zu gucken. Ich glaube, wir haben nämlich ein bisschen Zeit verschenkt.
Ach komm, wir rennen noch mal ganz schnell rüber. Oder, naja, rennen ist das falsche Wort. Wir teleportieren uns mal ganz schnell rüber. Ich will bloß mal gucken, ob es fertig ist. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht schaffe ich es heute noch, jetzt nach der Folge, noch ein bisschen was am Dach weiterzuarbeiten oder nicht. Werdet ihr denn sehen, nächste Folge. Ich muss mal gucken. Jawohl, Flachs ist fertig. Komm, dann lasst uns hier ein Folgenende machen. Ich sammle noch fix das Flachs ein und bastel wieder Neues ran, dass das auf jeden Fall hier keine Sekunde Zeit verschwendet wird, sondern wir schön viel Flachs produzieren. Und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.